vorweihnachtliche Bescherung für den FC Linz, denn der Elfmeter gegen den GAK gehört in die Rubrik Geschenke. Der Adventfrieden von Gustl Starek ist gestört. So einen Elfmeter zu pfeifen in der Schlussminute, das war ganz einfach eine Frechheit. Und meinen Spielern wurde und dem Verein wurde eine Menge Geld gestohlen. Es gibt nur schnelle Entscheidungen, dazu richtig und falsch, und diese war sicherlich richtig. Mir kommt vor, jede Woche ein neuer Skandal. Das heute war die Krönung. Naja, dann wird es eigentlich höchste Zeit aufzuhören, zumindest für 3 Monate. Rapid-Herbstmeister, Salzburg und Tirol auf den UEFA-Cup-Plätzen. Nur auf Rang 6, Mitfavorit Sturm Graz, der Aufsteiger FC Linz auf Relegationskurs. Ja, und wen sehen wir da am Tabellenende?